Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir diese riesige Burg hier überquert. Mein Gott, jetzt sehe ich gerade erst, wie groß sie ist. Haben dieses Kinderminispiel gemacht. Wir gucken uns gleich das Kit an. Und wir sind irgendwie auf der Suche nach dem Forschungsinstitut, wenn ich mich nicht irre. Also, wollen wir mal. Tetalas architektonische Technologie. ええ、見事な技術ね。これだけの建造物、シルバラントでは作れないわね。そうでしょう、そうでしょう。こいつはな、テセアラでも有名な参考職の一人、ブライアン公爵が傘下の会社に作らせた橋なんだよ。設計図が見てみたいわ。アルタミラって町に建設を請け負ったレザレの社の本社があるぜ。そこに行けば見られるんじゃないか。 アルタミラ。ダメだぞ。寄り道禁止。いつもと反対だね。 Ja. Okay. Da hinten ist irgendwie so ein Steg. Lass mal dahin gehen. Aber ich glaube irgendwie, das ist nur hier. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, wir bekommen irgendwann mal ein Schiff oder so. Da können wir da vielleicht anlegen. Oder? Karte. Ich habe keine Karte von Tetalas, stimmt ja. Oder? Ach, ich will auch noch mal gucken. So, immer noch ein bisschen am Zocken. Aua. Wir wollen ein bisschen Abwechslung von Lloyd. Früher war es ja immer nur Lloyd und Kratos. Da Colette jetzt nicht gerade so gesprächig ist. Und wir jetzt gerade einen Haufen neuer Charakter bekommen haben. Können wir mal die starten. Sehr schön. Sonst weiß ich eigentlich immer noch nicht, warum sie mit uns kommt, aber egal. Presseas Job. Mein Gott, er hat keine Ahnung, was er wir besprechen soll. Und wir können nicht da weiter, also okay. Das macht es für mich ein bisschen einfacher. Dann gehen wir weiter zu wo immer wir jetzt hin müssen. Da hinten war irgendwas, da gehen wir mal dahin. Ah, da ist ein Schatten. Glaub bloß gleich nicht, ich sehe. Glaub bloß, wenn ich dich nicht sehe. So. Warte mal hier. Subak. Kann ich schauen. Ist das hier? Forschungsinstitut. Universitätsstadt Zübach. Ach ja, ich kenne diese Stadt wieder. Ich hasse diese Stadt. Schnell, nach Rosette. Tut mir leid, Presea. Warte noch einen Moment, Kleines. Wir sind ruckzuck fertig. Stimmt's, Leute? Ja, tut mir leid. Na, trotzdem spielen wir sie hier durch, ey. Boah, die Stadt erinnert mich irgendwie an eine Stadt aus Tales of the Abyss. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Auch diese Technologie irgendwie so hier übermaßend war in dieser Stadt. So. Irgendwas zu sagen. Ich bin in der königlichen Stadt angereist, um meinen Magiekünste zu perfektionieren. Das Forschungsinstitut für Elementarkräfte befasst sich mit Magie an sich, sondern mit komplizierten Zusammenhängen zwischen Magie und Elementargeistern. Geil. Erstmal übernachten. 300 Gold. Wird heimlich immer teurer, kann das sein? Okay, nichts passiert. Egal. Auf Wiedersehen, tschüss. Na gut, dann. Hier ist wieder ein Hund, dem wir aber keinen Namen geben können. Ich darf alle Städte noch abklappern irgendwann. Glücksbringer. Meltokioja, Presea-chan ga tsukuru shiyawase no omamori ga dai buumo nan da ze. Sugoi, sasuga Presea. Donna omamori nan da? Kuma. Ha? 木彫りの熊だよ。口に紅鮭加えてるんだぜ。熊？紅鮭？そいつを玄関に置いておくとね、金持ちになれるんで。はい。Okay. Universitätsbibliothek. Okay, ein Bär mit einem Lachs im Maul, das muss ich mir merken. So, warte mal hier. Warte mal, das brauche ich nicht. Okay, irgendwann muss ich wahrscheinlich. Ich habe auch gar kein Geld, sich gerade. Wie geht denn das auf einmal?
Willkommen, das sind die Gemischtwarenladen. Wir bieten auch Anpassungsdienste an. Ja, Quartetzo, Metallsphäre. Ich brauche immer irgendein Zeug, das ich nicht habe. Durch der Hydra habe ich den Spitzhut, kann ich mir erstellen. Mithril. Ich will am liebsten irgendwo mal Mithril und so kaufen können. Quartetzo. Aber er kann auch alles kaufen eigentlich. Ist auch irgendwie besser eigentlich, weil wer weiß, wofür ich dazu irgendwann mal brauche. Habe ich nicht letztens erst neu gekauft? Oder elf? Aquaschwert. Für what? Okay, kaufen wir mal. Oder Streitachs, wie viel dir? 35 erhöhen. 35 erhöhen. Aber das hier tut um weiter. Fuck, ja. Nehmen wir das. Der hat ja noch die Klamotten von Kratos hier, ne? Der ist nicht so, mein Gott, ey. Und Dingens, darauf kann ich jetzt verzichten. Kann mir, ne, ich kann mir nichts mehr leisten, okay. Na, geht unser Geld wieder hin. Die Refugium, hier gibt es ziemlich viel gutes Zeugs. Okay. Ah, Katzen-Express, glaube ich. Eine Expedition anfordern. Ich mache das jedes Mal, obwohl ich keine Ahnung, was da mache. Warte mal, ich habe kein Geld, bin ich blöd. Da. Das da in der Mitte sieht schon wichtig aus. Spitznasig gepunktete Wüstenmäuse. Wüstenrennmäuse. ブローチ。お、それなら俺も作れるぞ。仲間だな。僕だって作れるよ。とんがりまだら飛びネズミ。は?とんがりまだら飛びネズミのブローチ。オゼット周辺にだけ生息するネズミだよ。プレセア Okay. Mein Gott, doch keine Seelenverwandte. Gut, gehen wir mal rein. Okay. Na? Universitätsbibliothek. Okay, ich glaube, wir sind doch nicht so richtig. Guck mich nicht so an. Ah, die macht mich nervös. What? Oh nee. Mann. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch, nur leicht anbraten und schon ist dieses leckere Gericht zubereitet. Ich bringe euch das Rezept bei. Gebratener Reis. Lernt, wie man gebratenen Reis zubereitet. Gebratener Reis, man nehme eine beliebige Sorte Reis und Ei. Tschüss. Was geht, mein Planet braucht mich. Okay, das ist irgendwie das erste, was mir so ins Auge hier gefallen ist, und das ist natürlich wieder dieser Typ, ey. Wenn schon den Tetroller gesehen, er verfolgt uns doch, Mann. Oder gibt es von denen ganz viele Sorten, so wie bei Pokémon ganz viele Schwester Joyce oder was? Das gibt einen zu denken. Historische Zivilisationen. Ja, Magie zu verwenden, da hat man keinen Mana mehr. Ja, aber sie sieht alles nicht besonders an. Ja. Okay, die haben alle nichts interessant zu sagen. Warte mal. Der eine Typ, der da an der Rezeption stand, der sah ein bisschen wichtig aus. Doch nicht. Das ist irgendwie so wichtig aus, als wärst du ein important character oder irgendwie sowas. Ja, was ist mit dir? Weil die irgendwie unnatürliche Haarfarbe haben. Die sind doch immer wichtig. Oh, noch nun. Wir müssen den alle einen Namen noch geben, ey. Mein Gott, wir dürfen noch mal durch ganz die Holler streifen, wenn wir, weiß ich nicht, wenn Colette irgendwann mal wieder lebhafte Zeichen von sich gibt. Jo, es sollte eine Nacht aus Meltokio vorliegen. Ah, Auserwählter, wir haben schon auf dich gewartet. Hier entlang, bitte. Aufgrund der Berichte, wie ist der da reingekommen? Aufgrund der Berichte über Colette-Symptome haben wir uns auf die Forschungsdaten zum Kruxis-Kristall der Auserwählten konzentriert. Ist er reingekommen? Ist er unter den Tisch gekrallt oder rübergesprungen oder egal?
Oh, Entschuldigung. Na, dann war mein Kristall so zu etwas Nütze. Wenn es Claire wieder gut geht, muss ich sicherstellen, dass sie mir großwürdig dankt. Kruxis-Kristalle entstehen vermutlich aus Exfers. Beide Kristallan sind leblose Wesen. Was sagen Sie da? Leblos was? Leblose Wesen? Wie soll ich es erklären? Im Grunde sind Exfers lebendige Wesen wie wir. Ja. Beide Kristallarten sind wie Parasiten, die sich in anderen Lebensformen einnisten. Parasiten? Kein besonders schöner Gedanke. Dabei verliert das Mana im Körper sein Gleichgewicht und gerät ohne Schutzfassung völlig außer Kontrolle. Also deshalb verwandeln sich Menschen in Monster. Wenn ihre Exfers keine Schutzfassung haben. Genau, mit anderen Worten, da Kruxas Kristalle und Exfers gleiche Eigenschaften besitzen, gehen wir davon aus, dass Klett an einer parasitären Infektion leidet, die durch den Kruxis-Kristall verursacht wird. Ich verstehe, also begünstigt das Ritual des Siegelbrechens noch die Verbindung mit dem Kruxis-Kristall. Faszinierend! Professor, sagen Sie nicht sowas, nach all den schlimmen Dingen, die Colette zugestoßen sind. Colette hält den Ziel Opferlamm, okay. Wenn Sie also eine Fassung hätten, könnten Sie wieder in den Normalzustand zurückkehren, ja? Ja, sie wäre in der Lage, den Kruxis-Kristall nach Berlin zu kontrollieren, wenn er eine Schutzfassung eingelassen wäre. Eine Schutzfassung, hm? Wo kriegen wir eine her? Ja. Macht nicht Leute irgendwie sowas oder sein Vater oder irgendwie sowas? Lagerung von Lebensmitteln. Okay. Oh. Wo ist this place? Okay, warte mal. Opferlamm. Ein Opferlamm, die Welt zu retten, kann es nicht zulassen, auch wenn es ihr Wille ist. Mehr KP, mehr Verteidigung, weniger TP, Intelligenz und Akku. Ja, wie soll man das nennen? Akkurarität gibt es halt überhaupt. Mehr Verteidigung in der. Moment hat sie TP, Intelligenz und Dingens. Ja, TP braucht sie eigentlich nicht, ne? Machen wir mal Opferlamm. Tun wir mal den aktuellsten hier ausrüsten, kann ja nicht schaden. Ne? Okay. Wir sollen das alles lesen? Meint ihr das ernst? Material für längst vergebene Magiepinste. Good to know. Gehen wir mal ein. Ist auch irgendwie wichtig aus. Bist du ein neuer Student? Was ist dein Hauptfach? Stimme, ja. Schnitzen. Broschen erstellen. Immerhin irgendein Raum zwei Leute sind. Oh Gott. Ist nix. What? Fisch. It's a lot of it. Ist da ein Monsterkopf da? Der Fisch sieht gruselig aus, was? Da ist ein Fisch. Ich hab Hunger. Ist den Kopf da. So. Oh, nee, das ist nichts. Schnaps da irgendwie so fertig aus. Hey, was hast du in der Hand? Guck ich mir gleich an. Na, no, noch mehr gruselige Fische. Ich will aus. Okay. Na. Jo, da suchen die Nahrungskette von Fischen. Der Fisch hat ein ungewöhnliches niedliches Gesicht, nicht wahr? Probleme. So, gib mir das. Wir sind schon fast dabei, Zaubersprüche künstlich aufbewahren zu können. Mein Gott, ist das hier große. Schon wieder Fische. Den habe ich schon im Raum davor gesehen. Angeblich sind Algen und andere Wasserpflanzen der Ursprung eines Lebens. Faszinierend. Wie kommt es, dass Fische unter Wasser atmen können? Durch Kiemen? Was zum Teufel? Warte mal hier. Kein Fische unter Wasser atmen, ey. Ist abgeschlossen, okay. Mein Gott, die sind ja technologisch so weit. Was soll das eigentlich? Warum bist du nicht ver. Wo sollen wir jetzt wissen, wo wir so ein Ding herstellen sollen?
Oh, prähistorisch. Diese Kreaturen, die vor langer Zeit ihre Blütezeit erlebten, sind vermutlich ausgestorben, weil sie nicht in der Lage waren, mit den rasanten Veränderungen der Umwelt Schritt zu halten. Lebewesen müssen in der Lage sein, sich anzupassen, um überleben zu können. Ja, ja. Das nennt man Evolution. Bei Budwein. Ja, das wurde in Grace's App irgendwie so erwähnt. Deswegen weiß ich das. So, hi. Willkommen in der Mensa Sonnenschein. Oh, geil. Sollten wir versuchen, hier ein paar Sachen zu kaufen. Die sind immer so schnell weg, ey. Die sind so teuer. Vielen Dank. Noch mehr Zeug zu kaufen, das ich nicht kaufen werde. Warte mal. No, blöd, ne? Gib mir Geld. Energietabletten, was? Was? Geil. Okay, ich sollte vielleicht öfter mit ihm umlaufen. Ja, und dann sagt ihr normale Sachen, ne? Okay, dann laufen wir mal mit Zellos rum. Was? Vitamin Klüger, okay. Könnte ich eigentlich noch mit jeder einzelnen Person hier reden, ne? Was sie wieder Frau. Ich denke, dass sie eine Frau ist. Ich weiß, was Frauen sind, ja. Tut mir leid, kein Interesse, saftiges Fleisch. Ja, nimm das Fleisch und geh. Klatscht ihn so ein Steak ins Gesicht. Na? So kann man auch geil Items farmen, das ist auch voll broken irgendwie. Melonen, sind Erdbeeren, Obst oder Gemüse? Oh Gott, nein, nicht solche Fragen. Überfordert mich. Ist eigentlich in irgendeinem dieser Räume mal irgendwie was, was ich hier abstauben kann? Gibt's auch nicht. Ich glaube, ich werde nur noch mit Zellos rumlaufen. Oh, okay, tut mir leid, ich bin ja wohl zu nahe getreten. Okay. Trotzdem kriegen wir irgendwie Gegenstände, was eigentlich. Vor allem in der Beschreibung von seiner Fähigkeit stand, er bekommt ab und zu an irgendwie Gegenstände oder so. Jetzt habe ich immer einen Gegenstand bekommen. Warte mal, was war auch schon hier? Okay. Mal raus hier. Nehme ich an. Aber ich könnte nochmal alle hier Räume nochmal abklappern und nochmal Gegenstände einsammeln, ne? Aber nein. Oh Mann. Platz mehr für Wasser des Lebens, okay. Hey. Wahnsinn. Oh. Na, verdammt. Mein Mikro. So, nun. Jetzt haben wir das altbekannte Problem. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß, ich muss ein Ex-Wehr herstellen, aber irgendwie habe ich jetzt gar keinen Anhaltspunkt. Warte mal. Da wo die Lebensmittel gelagert werden, hat er gesagt. Was ist das denn hier? Du verkaufst doch nur Schrott. Das ist fantastisch. Einfach nur fantastisch. Oh, das hier ist antike Technologie. Kohle. Was? Nicht schon wieder. Mensch, komm schon. Such noch etwas, das wie eine Schutzfassung aussieht. Ja, das war doch hier richtig. Hier, das ist eine Schutzfassung. Was? Du möchtest diesen Schrott kaufen? Ja, wie viel? Mal sehen. 10.000 Gold, du leck mich drum. Du nutzt unsere Notlage aus. Geschäft ist nun mal Geschäft. Okay, ich will sofort dem Verantwortlichen für diesen Bazar sprechen. Ich sorge dafür, dass er hier keine Geschäfte mehr machen wird. Wer bist du? Du hast vielleicht Nerven, den großen Zellos, den Auserwählten, nicht zu erkennen. Auserwählter? Bitte nimm diesen Schrott. Ich meine... Unter Tenix übergebe ich dir das hier und flehe dich um Vergebung an.
Ist ja gut. Mir gefällt deine Einstellung. Ich werde mich an dich erinnern. Danke, Stellos. Es war doch nichts. Es war für meine süße Colette. Okay, ich frage, ob ich ein Labor benutzen kann und repariere sie. Ich muss schon sagen, du kannst doch hier sowas. Ich hab dich im Auge, Alter. Ich will noch mal reingehen und alle ansprechen, ja. Also ergiebig, ey. Wie viel Geld habe ich jetzt überhaupt wieder? Da, ich habe 1000 Geld irgendwie bekommen. Was? Verdammt, hätte ich mal gelesen. Okay. Vielleicht geht man hier, wenn man mit jeder einzelne Frau im gesamten Spiel redet. Ein bisschen nervig wäre. So, dann müssen wir noch zurück im Labor benutzen. Na, da wartet schon einer. Gut. Tut mir leid wegen der Störung, aber könnten wir eins der Labore benutzen? Ich möchte eine Schutzfassung anfertigen. Oh, Auserwählter, bitte verwendet denselben Raum wie beim letzten Mal. Ich nehme an, am Ende des Gangs hier, dieser Keller. Ne, okay. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, geht aus dem Weg. Muss ich beiden und die Fassung für Colette reparieren. Hey. Aber woher soll ich denn wissen, welchen Raum wir jetzt benutzen sollen? Hier gibt es so viele Räume. You got to be freaking kidding me. Ja, vielleicht der hier. Hier ist die Mensa. Weißt du, hier könnte auch sein, dass ein dieser Räume hier ist. Na? Was? Ja, schon irgendwie broken, dass man hier von jedem einen Gegenstand bekommen kann. Ich werde die Fassung reparieren. Könntet ihr am Eingang warten? Sicher doch. Okay, das dürfte reichen. Ging schnell. Aber irgendwas passiert doch jetzt. Oh, nicht selber. 103 Erfahrungspunkte. Okay, was ist jetzt los? Irgendwas ist doch schief gegangen, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir dein Geburtstagsgeschenk auf diese Weise geben würde. Ich habe deine Halskette mit deiner Schutzfassung versehen. Etwas spät, aber es ist mein Geschenk für dich. Colette, kannst du mich hören? Und wie sieht's aus? Es scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht sollten wir Dirk um Hilfe bitten? Ja, wollte ich schon sagen, ne? Aber Dirk ist auf Silverland. Wir haben keinen Treibstoff für die was weiß ich, wie die ausgesprochen werden. Vielleicht haben die Leute hier im Institut eine Lösung für uns. Hey, 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 warte mal einen Moment. Vergesst ihr da nicht eine Kleinigkeit? Ich soll euch im Auge behalten. Ich kann nicht zulassen, dass ihr zurück nach Silverland geht. Na dann begleite uns doch einfach. Oh, mitfühlender Auserwählter. Was? Meinst du das ernst? Du bist Mädchen gegenüber galant, nicht wahr? Ja, wir wollen doch nur Colette retten. Du wählst das doch für dich, oder? Na toll, wie soll ich euch denn jetzt noch verpfeifen? Alles klar, dann brauchen wir jetzt nur noch Treibstoff. Ich wusste doch, irgendwas passierte noch. Auserwählter, wir haben gehört, was du eben gesagt hast. Was? Hiermit erklären wir dich und deine Begleiter zu Verrätern. Die Zerstörung vom Zeta-Orla-Plan. Das ist ja nicht perfektes Timing, Herr Garden-Oberwachmeister. Wir befolgen lediglich die Order der Patriarchen. Wie habt ihr uns... Wir haben sich zwei fett angezogene Rüstungsträger die ganze Zeit um uns herum... Wie haben die es geschafft? Wir sollen beobachten, ob du dich einer Konspiration gegen den Thron schuldig machst. Ha, so lass er mit sein. Jetzt bin ich derjenige, der eine Verschwörung gegen den Thron plant. Fesselt sie und nehmt eine Probe und fasst den Engel nicht an. Er tötet jeden, der dumm genug ist, sich zu nähern. Aua, was macht ihr da? Kriminelle werden biologische Tests unterzogen, bevor sie in Gewahrsam genommen werden. Das liegt am hiesigen Kastensystem. Manche Halbelfen sehen wie Menschen aus.
Deshalb müssen sie aufgespürt werden. Sir, wir haben eine Übereinstimmung gefunden. Genis? Professor? Ihr seid also Halbelfen. Halbelfen? Stimmt das? Das ist richtig. Rain! Es hat keinen Sinn, es jetzt noch zu leugnen. Diese erbärmlichen Halbelfen haben das Kastensystem schamlos missachtet. Was sagst du da? Professor Rain und Gaines haben einen viel besseren Charakter als ihr. Wen kümmert's, dass sie Halbelfen sind? Ich weiß ja nicht, wie du es in eurer Welt so siehst. Aber hier gehören Halbelfen zur untersten Rasse. Kaste. Halbelfen, die sich eines Verbrechens schuldig gemacht haben, werden ohne Ausnahme hingerichtet. Das ist doch Wahnsinn! Führt sie ab. Hey, und wir stehen einfach nur rum und machen nichts. Genis, Professor! Planänderung. Halbelfen können Magie verwenden, also müssen wir sie gut bewachen. Wir haben nicht genügend Leute. Wir kehren zur Brücke zurück und fordern Verstärkung an. Der Auserwählte und die anderen sperrt sie am besten in den Keller oder so. Ja, super. Wer ist da? Sprich uns nicht an, Halbelfe. Sei still und arbeite weiter. Das sind Kriminelle. Passt auf sie auf, bis wir wiederkommen. Kriminelle, wenn ihr schon das Glück hattet, als Menschen auf die Welt zu kommen, dann werft dieses Glück nicht so einfach weg. Wir haben nichts getan. Naja, ihr habt versucht, nach Silveron zurückzukehren. Halt die Klappe! Ah, Flucht. Presea, du bist Presea. Was machst du denn hier? Du kennst Presea? Sie ist... Eine Halbelfe am Königlichen Forschungsinstitut kennt ein menschliches Kind? Seltsam. Warum? Ich sagte dir doch, Halbelfen werden auf diese Welt wie Dreck behandelt. Die Halbelfen, die am Königlichen Forschungsinstitut arbeiten, verlassen nie ihre Labore. Nie. Das ist doch verrückt. Es mag sein, wie es will. Aber wie kann eine Halbelfe, die das Labor nie verlassen hat, bisher kennen? Dieses Kind ist das Forschungsobjekt meines Teams. Forschung? Welche Art von Forschung? Forschung zur Gewinnung von Kruxiskristallen aus menschlichen Körpern. Ihr könnt Kruxiskristalle herstellen? Ja, theoretisch unterscheiden sie sich von Exvias, in denen sie sich langsam von einem menschlichen Körper ernähren. Was? Auf diese Weise haben die Designs Exvias hergestellt. Was? Wovon redest du? Ich meine, wie könnt ihr Leben so behandeln? Die Leute so behandeln, meine ich. Genau dasselbe könnte ich auch dich fragen. Wie können Menschen Halbelfen so behandeln? Ich behandle sie genauso wie jeden anderen auch. Es besteht kein Unterschied zwischen Leben von Menschen und Halbelfen. Er ist nicht von Täter Haller. Er hat das gesagt. Ah, die kennen wir doch. Ja. Er ist ein Fremder und wurde von Silbern, von einem Zwerg und mit Halbelfen aufgezogen. Sheena, woher wusstest du, dass wir... Das erkläre ich später. Genis und Wayne werden nach Meltokio gebracht. Wenn wir ihnen sofort folgen, sollte es uns möglich sein, sie zu retten. Wollt ihr etwa fliehen? Willst du uns etwa daran hindern? Er will seine Halbelfenfreunde retten. Was wirst du tun, Fräulein Halbelfe? Ihr könnt mich nicht täuschen. Kein Mensch würde einen Halbelfen retten wollen. Aber Kate, ich habe gehört, man hat vorhin zwei Halbelfen gefangen genommen. Wir haben keine Zeit. Wenn du dich uns im Weg stellen willst, werden wir kämpfen müssen. Also gut, ich lasse euch gehen. Aber ihr müsst zurückkommen, wenn ihr eure Halbelfenfreunde gerettet habt, wenn ihr die Wahrheit gesagt habt. Entlasse ich Perseus aus ihrem Experiment. Versprochen? Ich schwöre es bei der Göttin Mattel. Okay. Nun, kommt hier rüber. Es gibt hier einen geheimen Gang. Joink. Durch diese Tür gelangt ihr an die Oberfläche. Danke. Beeilung, wir müssen zur Brücke. Wer hat die Experimente am Presea veranlasst? Ich darf es nicht sagen. Also der Patriarch. Ist ja los, nun komm schon. Ja, komm ja schon. Mann. Sheena hat sich darüber angeschlossen. Wir haben eine Karte von Ted Haller, jawohl. Ja, ich hätte gerne mal einen Speicherpunkt oder irgendwie sowas.
Bei 30 Minuten, das ist schon ein bisschen lang. Unschuldige Neugier. これ、いたずらしてんじゃないだろうね。アホ、なんだするか。あんたならやりかねないからね。俺様習ってどういう意味よ。あんた、前に私がシャワー浴びてるのを覗いてたじゃないか。それは未知なるものへの探求心だぞ。探求心を聞いて呆れるよ。にしても天使かか。俺様はこんなのごめんだぜ。 Na, da klang auf einmal richtig ernst. Super gut. Ah, das ist ein Gulli, ey. Na gut, dann gehen wir mal hier raus und speichern hoffentlich. Ich will doch nur hier raus, Mann. Das hat eine neue Waffe, der müsste jetzt richtig reinhauen. Und wir haben unser Abenteuer hier erledigt. Das heißt, wir machen jetzt einen Schnitt und sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir auf zu Meltokyo gehen und Genesis und Rain retten. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.